Noch was zu essen. Verschwende ich wenigstens nichts. Also bis jetzt ist es hier noch ziemlich ruhig. Bis jetzt höre ich noch keine Zombies. Oder kaum. Nur ganz wenige. Ich höre lustigerweise gerade nicht einen einzigen. Ich habe absolute Stille um mich rum. Vielleicht war ich einfach nur zu laut. Also hier gibt's noch Essen und Trinken in dem einen Haus, wo ich drin bin. Das sollte locker lang. Ja, ich habe noch 2 Eier und 3-mal Kanickelfleisch, das war's. Ich nehme hier jetzt mal Sand, kein Stein, dann komme ich hier auch besser wieder runter. Schön sieht's hier aus. Bastel ich mir jetzt so ein paar Fackeln. So, geht das? Und so, ne? Ja, Fackeln, Torches. So. 68er Stack sollte lang. Nee. Ah, ich höre gerade eine Biene rumschwirren draußen. Also ich hier sind die Zombies hier. Ich habe 418 Eisenbarren. Au! Jetzt mir das Dach auf den Kopf gefallen schon wieder. Scheiße mit der Scheiße. Immer noch der gleiche Bug. Alter. Scheiße. Hey, ich höre ein paar Zombies. Fuck, wenn jetzt diese scheiß Viecher kommen, diese... Ich krabbel die Wand hoch, Zombies. Das wäre schlecht. Oh, und steht einer neben mir. Do. Dann baue ich jetzt einfach um mich drum herum. Baue ich jetzt aus Asphalt. Ah, baust dir deinen eigenen Sarkophag? Meinen eigenen Sarkophag. Ist mir scheißegal. Hauptsache kein Zombie kommt rein. Au! Jetzt habe ich selber beinahe umgebracht. Bin fast tot. Na super. Noch ist keiner im Haus. Ja, mir geht's auch noch gut. Dann mache ich das so jetzt gerade hier einfach. Mit dem Holz. So. Habe ich nicht genug Holz oder was? Oh, das ist doch scheiße. So. Aber die Spider-Zombies sind ja schon nervig mit ihrem Gekreische. Ein wenig. Ist sonst noch irgendwas, was ich verbauen kann, was mir nicht auf den Kopf fällt? Natürlich nicht. Nee. So. Au! Ist mir das Holzstück auf den Kopf gefallen. Scheiße. Ich heile mich, glaube ich, als allererstes mal, bevor ich wirklich sterbe. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, ja. Nein, ich kann es nicht aufheben, kein Platz. Was schmeiße ich weg? Das brauche ich nicht. Ich brauche alles. Das ist doch scheiße. Naja, Pflanzen brauche ich jetzt gerade nicht. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Puh, 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 puh. Ah, du hattest Besuch.
Ja, auf einmal waren Zombies neben mir. Zwei Stück. So. Jetzt so schnell wie möglich zumauern. So, so. Und. Ich brauche noch irgendwas Stabileres wie. Ja, okay. Mach ich so. Au! So, so, das hält. Oh, ist hier ein Loch. Im Asphalt. Puh, zwar dunkel, aber ich überleb's. So, dann mache ich jetzt hier mal einen kleinen Cut, bis ich gleich wieder mich nach draußen wagen kann. Bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich habe meine Nacht im Sarkophag überlebt. Und werde jetzt als allererstes mal mich hier befreien. So. Sind hier noch irgendwo Zombies um mich drum herum? Anscheinend nicht. So. Wo sind die überhaupt reingekommen? Ah, hier durchs Fenster. So. Dann fange ich mal an. Ich suche mir am besten mal ein Häuschen, was am besten geeignet ist, um uns zu verbarrikadieren, wo uns nicht das Dach auf den Kopf fällt. Wie gehen wir da am besten vor? Ich brauche ganz viel Stein eigentlich. Ich mach mal ein paar Oil Barrels zu Dingsgebums hier. Bumsgedings, wie auch immer. Gas Cans. Dass ich hier mal anfangen kann, die Straßen noch mehr auseinanderzunehmen. Was mir nichts bringt, weil ich keinen Platz habe, um das Stein zu packen. Ich packe hier in das gelbe. Oh, Gascans, cool. Ich packe hier in das gelbe Auto mal ein bisschen Sand. So, dann habe ich wenigstens einen Stack frei. Kann ich hier wenigstens schon mal anfangen, ein bisschen Stein zu sammeln. So. So, ja, Chris ist ja immer noch dabei, den Zaun auseinanderzunehmen. Da müsste er bis eigentlich auch bald fertig sein. Und sich dann auf den Weg hierher machen. Und du darfst dich auch nicht wundern, warum auf einmal hier die ganze Straße durchlöchert ist. Ja, wenn ihr auch mal irgendwas Bestimmtes sehen wollt, dann könnt ihr ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was genau ihr sehen möchtet. Und wir versuchen das mal zu realisieren, wenn es sich denn überhaupt realisieren lässt. Und vor allem, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne über die Steam-Gruppe Kontakt aufnehmen. Da bin ich eigentlich auch so gut wie jeden Tag. Und jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr. Was packe ich denn jetzt weg? Und ja. Wird bestimmt auch lustig. So. Wie alt bist du, Chris? Sekunde. Ah, so gut wie durch. Ich muss hier noch drei. Ja, das war sogar der letzte Pfeiler. Ah, super.
Wie gefallen euch eigentlich so die Neuerungen, die ihr bis jetzt gesehen habt von der Alpha 2 im Gegensatz zur Alpha 1.1? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Also aus den Oil Barrels kann man schon ziemlich viel Gas Cans machen, muss ich sagen. Ja. Aber es weiß auch, wie viel Gas Cans man verbraucht, ne? Ja. Wie viel hatten wir das letzte Mal gehabt? Mehrere hundert. Die haben wir, glaube ich, alle verballert, ja, ne? Ja, und die auch nur aufgrund der geänderten XML. So. Was für ein Häuschen nehmen wir denn? Ist eigentlich scheißegal, die sind glaube ich alle gleich, ne? Naja, komm, nehmen wir das hier. So ziemlich, ja. Nee, hier steht ein Auto vor der Tür, das könnte explodieren. Da das auch, steht überall da auch. Vor der Tür. Da auch, stimmt. Tatsache. Steht in jeder Straße ein Auto. Krass. Komm, nehmen wir hier das schöne weiße Häuschen. Falsche Seite. So. Fangen wir mal an. Erstmal alle Fenster rausreißen. Dum, 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 dum. Dass man nicht auf den Speicher kommt, finde ich seltsam. Früher gab es hier, glaube ich, Treppen, um hochzukommen. Oder Leitern, um hochzukommen. Keine Ahnung, ich war hier nicht in der Alpha 1. So. Ah. Na, aber auf den Speicher gehen wir erstmal nicht, weil... Was da gerade eben passiert ist, war echt mega behindert. So, Fackeln. Erstmal ein bisschen hell machen. So. Oh, hier ist ja noch ein Fenster. Das würde ich gerne rausschlagen. So. Ich müsste mir eigentlich noch eine Axt machen, da habe ich aber auch keinen Platz für. Oh, ist doch scheiße. So. Fire Axe. Reiße ich hier mal die Wände ein. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Bist du fertig? Ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ich glaube, hier quer durch die Wüste. Ach ja, ich sehe es. Bist ja gleich da. Ja, und 14 Federn habe ich schon wieder. Cool. Ja, ich mache eine Couch kaputt, bekomme Holz und bekomme Scrap Metal. Auch geil. Wusste ich gar nicht. Ja, die Federn in der Couch. Würde ich mal vermuten. Ja, aber wie gesagt, ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, es gibt nichts. So, also hier willst du dich komplett verbarrikadieren, ja? Ja, zumindest bis wir die Dinger leer gelootet haben. So aufregend finde ich es jetzt nicht. Nee, wie gesagt, aber es lohnt sich ja halt vom Loot her. Ziemlich. Hast du Holzplanken? Zufälligerweise? Nein, ich habe kein Holz.
Ja, komm, dann nehmen wir als die Sachen hier in der Gegend rumstehen einfach. Hier ist doch Holz. Ich bin ja gerade am Überlegen, was ich wo rein tue. So. Dann hätten wir das. Gehe ich gerade nochmal schnell zu dem Auto, wo ich was zwischen abgelegt habe. Ich weiß noch nicht mehr, welches das war. Ich glaube, das hier, ne? Ja, hier ist der Sand und das Papier. Hier ist drin. Oh, eine Shotgun. So, dann würde ich sagen, können wir hier die Kommode einfach als Ablageplatz mal nehmen, so zum Zwischen. Wo wolltest du denn die Holzplanken für haben? Ich wollte eine Truhe bauen. Moment. Hier liegen welche. So, bum badum badum. Bum badum badum. Hä? So, Tür rein. Lol, guck mal, die Tür hat oben einen Riss. Ja, ich hätte hier einfach Stein reingemacht. Ja, so ist bequemer. Ja, aber die Tür geht halt schon schnell kaputt, ne? Ja, aber die Tür kann ich aufmachen und rausschießen. Boarded Windows, was ist denn das? Seit wann habe ich ein Material, um das zu machen? Bucket, Door, Scrap Metal. Ich finde gerade ums Verrecken nicht, wo das steht mit dem wie man sich die Dings baut. Was? Kann das sein, dass es mit Old Wood nicht funktioniert? Ah, Sich eine das Truhe kann bauen? sein. Das kann Verdammt. sein. Ja, dann hier kannst du wieder haben. Hier ist noch eine Dings in dem Koffer, ist noch eine Rifle. Tu das dazu. Shotgun tue ich dazu. Ja. Momentan brauchen wir sonst nichts, um hier eine Nacht zu überleben, ne? Theoretisch nicht, ne? Alles dicht mit. Alle Fenster sind dicht. Vorne die Tür. Naja, ich weiß nicht. Die Tür geht halt schon sauschnell kaputt, ne? Ich würde halt einfach Steine Hier reinhauen. ist eine Long Rifle Pump Gun. In dem Koffer. Oh, ich dachte, das wäre eine Dings. Die sieht im Endeffekt genauso aus wie die normale. Ich meine, das. Ich dachte, das wäre eine Rifle. Nee, die sieht nicht genauso aus. Nee, der hat nur einen längeren Lauf und ist ein Richtig. bisschen heller Und sieht gemacht. eine andere Farbe, genau. Ah, ja. Na dann. Ja, ich würde mal sagen, machen wir hier einen Cut. Ne? Die Nacht sollten wir eigentlich überleben. Und, ja. Die Aufnahmesession war jetzt, glaube ich, auch schon wieder ziemlich lange. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten uns hier verbarrikadieren und dann zum Grave Wir Town gehen, ne? wollten hier die Häuser plündern, dann noch nach Gravetown rüber und dann mal weiterschauen. Gut.
Dann mache ich jetzt als allererstes noch hier, dass wir wieder spawnen können, falls wir sterben sollten. Uns noch hier schön ein Schlafsäckchen hin. Bam. Spawnpunkt hin. Und wir sind soweit durch. Ich mache hier den Cut. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Ciao.